Mein Name ist Martin Spaltmann vom Agrarbetrieb Spaltmann in Wesel-Obrichhofen. Wir sind heuer mit der Maisaussaat angefangen. Wir arbeiten seit 2 Jahren mit einer Lemken Kompakt Solitär, mit einer angebauten Monosem NG4 Plus. Sind damit sehr zufrieden mit der Leistung der Maschine, mit der Wendigkeit der Maschine und mit der Angenehmheit, die Maschine auf dem Acker und auf der Straße zu fahren. Wir haben vorher eine ganz normalen Kreiseeggenkombination gehabt mit aufgesattelten Monosem. Da ist uns im letzten Jahr leider der Bock von der Kreiselegge gebrochen und das war so ein kleines Zeichen, dass die Gewichte eventuell doch ein bisschen zu viel sind, wie auf den Schlepperlasten. So, und dann haben wir uns für eine gezogene Kombination entschieden und das war genau die richtige Entscheidung. Wir können 3500 Kilogramm Dünger mitführen. Dazu haben wir noch Mikrogranulatstreuer auf den Seeaggregaten, wo wir noch ca. 20 Kilo Mikrogranulat ausbringen. Aktuell ist das so, wir legen 100 Kilogramm Unterfußdüngung eines stabilisierten Maisdüngers, ein Kornpowerdünger mit Spurennährstoffe. Dazu diese 20 Kilo Mikrogranulat. Hier auf diesem Schlag haben Zuckerrüben im letzten Jahr gestanden. Der wurde im ganzen Winter nicht bearbeitet, um Wasser zu sparen. Wir haben gestern Gülle gefahren und gestern mit Tiefenlockerer und Grubber das Land aufgearbeitet. Und man kann sehen, der Boden ist noch feucht. Es haben keinerlei Staubentwicklung. Also so sollte eigentlich die Bodenbearbeitung in diesem Frühjahr aussehen, wo jeder Tropfen Wasser zählt. So, wir sehen die Wendigkeit der Maschine. Da wir mit RTK-Signal fahren und immer in Beete fahren können, wir müssen am Vorend nicht zurücksetzen. Durch diesen 3 Meter Reifenpacker, wo die Maschine drauf läuft, hatten wir erst Angst mit Verdichtungen, aber da ist so wenig Luft drin und so große Räder, das macht den meisten Pflanzen überhaupt nichts. Und durch dieses Fahren in Beete wird dieses Vorgewende gleichmäßig mit dem Reifenpacker überrollt, quasi wie eine Walze. Das heißt, wir können ganz normal in der Fläche drillen und außenrum nachher das Vorgewende zuletzt drillen. Der Vorteil der aufgesattelten Maschine, der große Düngertank, 3500 Kilo erwähnte ich gerade, das ist natürlich für uns eine schöne Sache. 3,5 Tonnen reinschmeißen, fahren, 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 abends nach Hause fahren, Feierabend machen. Also nicht Dünger zum Feld, Sarko zum Feld, alles hin und her fahren, also einmal am Tag voll machen, fahren, fahren, fahren und fertig. Weil 6 Meter Kombination zu teuer, alles was klapper ist, kostet schnell der Doppelte und die Leistung ist auch nicht größer. Also wenn alles gut läuft, der Flächenzuschnitt stimmt, schaffen wir mit diesen Kombinationen 30, 35 Hektar am Tag. Wir haben davor einen John Deere 6210R, ausgestattet mit PTG Reifenregeldruckanlage, abgesenkt auf 0,6 bar, 0,5, 0,6 bar. Um halt so bodendruckschonend wie möglich zu arbeiten. Reifen sind Michelins, sind aufgezogen. Die Reifen walken sehr schön, sind sehr weich. Auf dem anderen Schlepper, den wir noch haben, soll auch eine Reifenregeldruckanlage nachgerüstet werden. Dort sind aber Trelleborg-Reifen drauf und da weiß ich noch nicht, wie die Kombination mit dem wenigen Luftdruck und diesem harten Reifen aussehen. Wir sehen heute die Weißsorte Gisela mit 85.000 Pflanzen auf dem Hektar. Das sind 8,5 Pflanzen auf dem Quadratmeter. Dazu 100 Kilo Unterfußdüngung und 25 Kilo Mikrogranulat.